Hallo, wir sind der Timo und die Dominique aus dem Radio 7 Morgen-Team und bei uns ist der Jens vom 58 hier in Ulm. Und so ein schönes Ding hier, mit dem dürfen wir nämlich gleich aufs Wasser. Das ist ein Familien-Stand-Up-Paddleboard, oder? So sage ich das richtig? Ein Riesensub, XL-Sub, ist egal. Es ist ein Spaßfaktor, wo viele Erwachsene oder Kinder draufpassen. Also ich habe schon richtig Bock, die Dominique ist schon im Neopren gekleidet, die konnte es schon gar nicht erwarten, die hat heute so Sendung gemacht und was müssen wir beachten, also wir können da zu 6, zu 7, zu 8 drauf, können wir was falsch machen, was müssen wir machen? Also falsch machen kann man grundsätzlich nichts, das ist so breit, ihr könnt eigentlich nicht reinfallen, wenn, schmeißt ihr euch rein, das sehen wir gleich, wie es funktioniert. Es passen 6 bis 8 Erwachsene drauf, wenn es enger sein soll auch 10, es sollte gleichermaßen verteilt sein, auch vom Gewicht, von den Personen. Und dann heißt es eigentlich, ausprobieren, Spaß haben, ist ein Team-Event. Und genau das machen wir jetzt. So ein bisschen Fahrt aufgenommen. Dominique hat auch schon das ein oder andere Schweißperlchen auf der Stirn. Das ist Donauwasser. Das ist Donauwasser, was du da siehst, weil ich paddel hier so exzessiv auf diesem großartigen Family Board, dass mir halt tatsächlich manchmal so ein kleines Donauspritzerchen ins Gesicht wandert. Also da wird man dann auch irgendwie so langsam ein bisschen mutiger. So am Anfang steht man halt so auf zwei Beinen, gell? Ein bisschen wackelig noch. Und dann irgendwann mal traut man sich auch mal eine Drehung zu machen. Warum? Oder ein bisschen hüpfen, gell? Hab ich das am liebsten. Nach getaner Arbeit und ordentlich gepaddelt sitze ich jetzt ganz gemütlich auf einem Sonnenstuhl vorne auf der Spitze des Family Boards. Timo, kannst du vielleicht ein bisschen schneller machen? Pass du mal auf, dass der Stuhl nicht reinfliegt. Mit dir.